Hallo Leute, herzlich willkommen zu Diablo 3. Das letzte Mal sind wir stehen geblieben in der Kanalisation, beziehungsweise wir haben uns hierhin teleportieren lassen zum versteckten Lager, um unser Inventar aufzuräumen. Und dann wollten wir mit dem Schuft sprechen, der hat ja einiges zu sagen gehabt. Ich kann auch den Geist meiner Feinde gefangen nehmen und ihnen das Leben ausquetschen. Das ist aber nicht sehr nett. So, und dann haben wir zufällig mit dir gesprochen, ohne aufzunehmen. Ich spreche nochmal mit denen an, mit die Schuft, mit der Verzauberin und mit Tyrael, damit ihr das nicht verpasst. Also, Schicksal des Wachmanns. Was ist mit eurem Bruder geschehen? Nichts, was ihr hören wollen würdet. Bitte sagt es mir einfach. Und was dann? Dann werdet ihr wohl alles wieder gerade biegen, alles wieder gut machen, wie bei einem eurer lächerlichen kleinen Botengänge? Es gibt Dinge, die sind nicht so einfach. Ich warte gern ab, bis ihr dazu bereit seid. Oh, bei allen Göttern. Und ihr seid auch noch so nobel dabei. Erspart mir das. Ja, also wir hatten das letzte Mal schon mit ihm das gesprochen. Beziehungsweise nicht wir, sondern ich. Hat er aber nicht aufgenommen. So... Etwas, das fehlt. Manchmal seid ihr etwas komisch. Das liegt nur daran, dass ich sehe, was nicht einfach zu sehen ist. Ich habe das akzeptiert. Ich wollte euch nicht beleidigen. Wir Magier sind alle ein wenig sonderbar, wisst ihr? Dann danke ich euch. Obwohl, vielleicht habt ihr recht. Ich fühle mich, als würde ein Teil von mir noch immer in einem weit entfernten Land schlummern. Vielleicht braucht ihr einfach Zeit? Das wäre schön. Aber ich habe das Gefühl, dass das alles viel unangenehmer und komplizierter ist. Und Tyrael hatte auch noch was zu sagen. Und zwar die Zerstörung des Ariad. Ich habe gehört, dass ihr vor 20 Jahren dabei wart, als der Ariad zerstört wurde. Baal, der Herr der Zerstörung, wollte die Menschheit der Macht der Hölle unterwerfen, indem er den heiligen Weltenstein verderbte. So undenkbar es scheinen mag, war ich gezwungen, ihn zu zerstören. Und mit ihm das halbe Land. Ihr müsst verstehen, Freund, dass ganze Welten in Flammen aufgegangen sind, während Himmel und Hölle um den Weltenstein kämpften. Die Zerstörung des Ariad war traurig. Und glaubt mir, auch ich habe einen hohen Preis gezahlt. Die letzten 20 Jahre. Was ist mit euch geschehen, nachdem ihr den Weltenstein zerstört hattet? Die darauf folgende Explosion hat das Licht und die Harmonie meines Engelswesens versprengt. Ohne Form oder Gestalt habe ich mich selbst in der Ebene des Wahnsinns neu erschaffen. Es hat 20 eurer Jahre gedauert. Aber ich konnte endlich in die hohen Himmel heimkehren. Haben die anderen Engel euch bei eurer Rückkehr als einen Helden begrüßt? Wohl kaum. Weil sie glaubten, dass meine Taten die Schöpfung in Gefahr gebracht hatten, hat der Angiris-Rat mich vor Gericht gestellt. Mich, den Erzengel der Gerechtigkeit. In diesem Moment wusste ich, dass der Himmel dem Untergang geweiht war, wenn ich nicht die Hilfe der Menschheit gewinnen könnte. Gegen den kommenden Angriff der Hölle. So, das hatten die alles gesagt, bis ich merkte, dass der Aufnahmeknopf nicht an war. So, jetzt gehen wir zu Lea. In der Kanalisation. Weil da anscheinend ihre Mutter hier unten festgehalten wird. Upsala. Oh nein, das wirst du nicht. Wo kommen die... Die Zwerge her. Was war das? Oh. Ich glaub. Das war nicht so schlecht. Nur ein Heilige kleines Scharmützel. Gebt mir einen echten Kampf. Gleich. Mein Gott. Der hat's aber eilig. So. Ich habe noch nie so viel Schleim gesehen. Tja.
Ups. Uah. Okay. Rattennest. Rattennest, gibt's hier oben etwas? Es gibt was. Nur nicht das, was ich unbedingt will. Ups. Fellhandschuhe und schnell weg. Was willst du denn? Weg, 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 weg. Die lassen Gift los. Schlange nach jetzt. Oh, oh, oh. Weg mit euch. Besonders weg mit dir. Oh. So. Können sich tarnen? Das sind sie unsichtbar. Und das. Neues Wissen. Diese Zitterale sind heimtückische Plagegeister, die sich in den Oasen rund um Kaldeum eingenistet haben. Sie sind für ihre schmerzhaften Bisse bekannt und sind besonders gefährlich, wenn sie in großer Zahl angreifen. Man sagt, dass roher Aal bei der Oberschicht Kaldeums zur Delikatesse geworden sei. Doch ich versichere euch, an diesen Gerüchten ist nichts dran. Tja, da müssen wir wahrscheinlich wieder dazu bringen, dass es zu einer Spezialität wird. Dann werden sie auch gejagt. Ups. Die sind nicht nur unsichtbar, die sind auch, wie soll ich sagen, die kann man auch nicht angreifen. Oh, schade. Ja. Ich warte immer. Oh nein. Okay. Die können wir manchmal nur schemenhaft erkennen. Nur zum Beispiel hier. Ich könnte noch gar nicht erkennen. So, eine Truhe. Achso, ich muss ja noch. Ich habe gedacht, die wären schon tot. Und Gold. Okay. Da geht's zu einer morschen Tür. Da geht's wahrscheinlich weiter. Adria sollte hier sein. Achso, nee. Hier geht's weiter. Das heißt aber. Weg mit euch. Das heißt aber, dass wir zuerst die anderen Gebiete erforschen. Lea, kommst du nicht mit? Ist ja wieder typisch Frau. Nur eigene Ziele im Kopf. Nur das eigene Ziel im Kopf. Seht eure Bestimmung! So.
in der Luft verheißt. Ich brauche Heilung. Das scheiß Gift da hier. Oh. Wenn das so weitergeht, muss ich bald Heiltränke kaufen. Und das war eigentlich so nicht geplant, dass ich Heiltränke kaufe. Ich habe nie gedacht, dass ich die Diablo Heiltränke kaufen muss. Ich habe immer gedacht, man findet genug. Da, ein würdiger Gegner. Ich warte immer noch. Oh, ich hasse diese Schwamme. Oh. Weg. Ich bin schwer verwundet. Brauche mehr Arkankraft. Können wir mehr von denen finden? Lieber nicht. Die haben Krisch schon zugesetzt. Das Schlimme daran ist, dass sie uns irgendwie festhalten. Wir können auch nicht mal weg. Aufgeblähte Leiche. Ja, hätte ich gewusst, dass hier eine Rolle des Schutzes gibt. Weg mit euch. So. Und jetzt. Lea, du hättest uns ruhig helfen können. Jetzt sehen wir das wahre Gesicht dieser Stadt. Glänzende Zitadellen, erbaut auf Fäulnis und Bösartigkeit. Caldeum ist auch nicht schlimmer als jede andere Stadt. Die Menschen tun, was sie können. Ja, was sie können, haben wir in Alkanos gesehen. Ach komm, Templer. Erzähl uns vom schwarzen Seelenstein! Wir wissen von den Dreien, mit denen die Horadrim die großen Übel gefangen hatten! Was ist der Zweck von diesem? Euer Meister Belial hat allen Grund, ihn zu fürchten. Lasst sie in Ruhe! Ergreift sie! Okay! Die unsichtbaren Dinge. Oh. Oh, so. Und jetzt du. Weg mit dir. Heilt mich. Oh. Nein. Auf keinen Fall. Juhu. Okay, das war jetzt aber schnell. Also ich habe schon Gegner gehabt, die schlimmer waren. Hier gibt's nichts. Brenne. Nö, nö. Und ich sammle lieber alles. Okay. Gut, dann sprechen wir mit Adria. Hallo, Adria. Lea. Meine Tochter. Ihr kennt mich? Mein Liebling. Ich habe dich dein ganzes Leben lang beobachtet, aber ich habe nie gewagt, dir zu nahe zu kommen, um dich nicht in Gefahr zu bringen. Das ist nicht die Zeit, um über die Vergangenheit zu plaudern. Bringen wir uns in Sicherheit. Jo, gehen wir ins versteckte Lager. Da verkaufen wir alles. Es sind keine Käufer. Das weiß er halt. Aber mir gefällt es hier oben. Bessere Aussicht und keine lästigen Wachen.
Alles, was weiß ist, wird verkauft. Okay, großer Heiltrank. Magischer Brustschutz. Okay. Das kommt alles in die Truhe. Und von der Truhe aus... Oh oh. Okay. Ich habe da ein kleines Problemchen. Und zwar, dass die Truhe selber auch schon voll ist. Das heißt, es muss mal wieder eine Session her, wo ich alles wieder entzaubere. Und in der nächsten Folge sprechen wir dann mit Adria. Hi Adria. Und sehen dann, was die zu sagen hat, wie es weitergeht. Ja, und hoffentlich habe ich dann auch ein paar Sachen dann entzaubert, sodass ich alles auch leer machen kann, damit wir schön weitermachen können. Na, dreh dich um, damit du dich verabschieden kannst. Also dann, bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.